Huch. Ja, ich habe mir jetzt zwei Scheiben Brot mal gemacht. Den Rest kann ich auch nachher noch machen. Ich habe mir jetzt überlegt, wir haben nämlich noch Wraps, aber das dauert nachher eigentlich recht lange. Mal gucken, ob ich mir vielleicht noch Wraps mache. Mit dem restlichen Fleisch. Mal gucken. Ich hoffe, ihr wart artig in der Zeit. So. Ich muss aber den ganzen Weg wieder zurückrennen. Na komm, gehen wir hier rum. Huch. Erinnert ihr eigentlich nicht an der Tatsache? Weg ist gleich lang. Könnt jetzt zwar auch durchrennen. Aber nein. Was brauchst du da für Geräusche, Junge? Nein, du da unten bleibst da bitte an Ort und Stelle, ja? Jo, wunderbar. Ja, schön, dass du frei bist. Und hallo. Ihr arbeitet schnell. Bulak hat uns gefunden und erzählt, was geschehen ist. Wir mussten nur der Spur aus Leichen und entschärften Fallen folgen. Hm. Bulak sagte, dass ihr nach dem Schatz gesucht habt, in den sich Braut die Bluthai so hineingesteigert hat. Habt ihr ihn gefunden? Es gab hier einen Schatz. Achso, es gab hier nie einen Schatz, sondern nur ein Versteck. Lass mich diese Papiere einmal sehen. Bewahrungsraum? Oh nein. Braut die Bluthai hat nicht genug Meuterer, um die Albatros zu bemannen. Bulak meinte, dass er immer wieder von einer mageren Besatzung sprach. Ich glaube, er meinte eigentlich eine Mannschaft aus Skeletten. Kann er das tun? Genau deshalb braucht er wohl meine Frau. Die Schrift auf der Rückseite der Karte von Fenir war verschlüsselt. Bis auf das Wort Konservierungsritual. Das muss es sein. Sobald sie das Ritual entschlüsselt, wird Braut die Bluthai meine Mannschaft in seine untoten Schergen verwandeln. Die Hälfte der Wochenaufgabe erfüllt. Meine Hälfte dann, wenn ich wieder reinkomme. Okay, Daki. Ja, ich denke mal, ich werde meine Wochenaufgabe irgendwann mit meinem Privatschar machen. Mal gucken. Hab da ja noch ein paar. Wie halten wir ihn auf? Als wir Bootsmann Vieren das letzte Mal sahen, bewachte er den langen Gang in die große Kaverne. Wenn dieser gerissene Bastard mich kommen sieht, wird er sich zurückfallen lassen und Braut die Bluthai warnen. Dann stirbt meine Frau. Alles gut, Ryan. Bis gleich. Okay, was soll ich tun? Falls er nicht schon den Untoten zum Opfer gefallen ist, möchte ich, dass ihr ihn ablenkt. Während wir uns vorbeischleichen und noch ein paar mehr Leute aus meiner Mannschaft befreien. Oh, Bulak wollte mit euch sprechen, bevor ihr geht. Mhm. Aber wenn ihr sofort los wollt, dann treffen wir uns in der großen Kaverne. Okay. Seid nicht zu weich mit Boots. Nee, alles gut. Okay. Also, Weg wieder zurücklatschen. Hi. Nein. Oh. Nein, ich bin dran vorbeigerannt. Ja, ich bin dran vorbeigerannt. Oh, verschluckt.
im Leibschritt. aber hat sich gewohnt. Hat den Flammstab vom Schaden bekommen. Der wird umgebaut und dann ausgetestet. Ja, sehr cool. Wie gesagt, die Wochensachen mache ich dann wahrscheinlich nicht im Stream, sondern mit meinem Privatcharakter. Mal gucken. Noch mehr Untote. Ich weiß, ich könnte auch einfach durchrennen, aber nö. Dennoch Erfahrungspunkte. Ja, ich spiele ja auch mit einem Charakter, den ich ja nicht im Stream spiele. Deswegen. Hab jetzt. Also ich habe mehrere Chars, aber zwei, die ich aktiv spiele. Ihr Stück Dreck. An mir kommt ihr nicht die anderen vor. Existieren zurzeit nur. Die hatte ich halt vorher schon. Und hallo Hyrule. Wunderschön. Wunderschönes Guten Hallo. Ihr samtiges Aua, ist das laut. Oh, laut. Ja, das hat einen guten Start in die Woche gehabt. Bis jetzt auf einem 120. Also zu seiner Frage, wie es mir geht, ich lebe. Weiter wird sich dieser Status heute nicht verändern. Oh doch, ich habe langsam was im Magen. Es geht also. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Gute Arbeit dort hinten. Nuttall hat eine alte Öffnung gefunden, die in diese Kaverne führt. Mehr Kletterei, als mir lieb war, aber wir haben es geschafft. Meine Mannschaft macht kurzen Prozess mit den Meuterern hinter uns, aber es sind noch viel mehr in der Höhle. Hätten wir Braut die Blutei auf. Abgemacht. Toller Name, immer noch. Herauslocken, sonst wird er den Meuterern befehlen, meine Mannschaft zu töten. Und wenn er mein Gesicht sieht, ist Fenir so gut wie tot. Wir müssen diese Sache schlau angehen. Und wir locken ihn heraus? Mit Feuer. Es gibt ein Fass mit Zunderpech an den Docks. Wenn ihr die kaiserlichen Kriegsvorräte an den Docks in Brand steckt... Ich muss Frisches in Brand stecken? ...mit dem Löschen beschäftigt sein. Als will ich aber nicht. Ich will Frisches in Brand stecken. Sobald er sein Fässer. Gesicht zeigt, rammt ihr ihm eine Klinge hinein. Ihr wollt, dass ich das alles alleine mache? Hier, nehmt diese Pfeife. Blast einmal kurzkräftig hinein und meine Mannschaft wird euch helfen, gegen alle Meuterer zu kämpfen, die sich euch in den Weg stellen. Sobald sie erst einmal abgelenkt sind, halten wir euch die Meuterer vom Hals, während ihr Braut die Bluthai jagt. Viel Glück. Danke. Ganz toll. Wir brauchen keine weiteren Infos. Mir geht's auch gut. Bin gerade von der Arbeit zu Hause rein. Ja, sehr schön. Dann genießt deinen Feierabend. Oder, ne? Das lief mehr schlecht als recht. Wie kann ich am besten entspannen? Naja. Und hallo, Iron. Und auf die Seite. So, gegen die, der kann ich alleine kämpfen. Klein Iron ist überfordert. Wieso? Weswegen denn?
liebe Arbeitskollegin und Freundin hat mir eine Buttonmaschine gekauft. Sie und ich will mich das hinkümmern. Okay. Ja, gut. Nein! Oh, scheiße. Falscher Knopf. Ja. Bitte was, Iron? Ein Frelden-Button? Oh Gott. Ich dachte gerade, ich hätte mich echt verlesen, aber was? Bitte was? Iron, was stimmt nicht mit dir? Die Stamp würde ich ja doch. Heute wirklich. Heute wirklich. Narren, was macht ihr hier draußen? Eieiei. Ich dachte gerade echt, ich hätte mich verlesen, aber okay. Ja gut, du kannst doch gern einen Frieden-Button machen. Das. Ja, warum nicht? Frischus wird sich freuen, denke ich. Okay. Ich habe zwar Fragen, aber passt. Passt. Nein, du nicht. Vielleicht hätte ich vorher essen sollen, bevor ich hier reingehe. Mehr habt ihr nicht zu bieten. Ich werde euch eigenhändig töten. So ein übergroßes Gesicht, wegen brauchst du was als Fan-Merch. Ja, gut. Warum nicht? Warum nicht? Tut euch keinen Zwang an. Sowas braucht ihr. Ah, aber Frieden. Wie immer nur der Bauch. Aber der Bauch dann bitte bemalt. Oder? Wir müssen hier raus. Ihr versteht das nicht. Er ist verrückt. Er wird versuchen, die Untoten zu kontrollieren, bis er Erfolg damit hat. Braut, die Bluthai ist tot. Dann ist es vorbei. Die Meuterer werden auf keinen Fall ohne ihn kämpfen. Gegen Ende machte er selbst seinen treuesten Seeleuten Angst. Habt ihr Kapitän Linwin gesehen? Geht es ihr gut? An Montagen darf man sterben. Sie hat mich geschickt, um euch zu finden. Den Göttern sei Dank, wenn ich die verfluchte Karte zu diesem Ort doch nur verbrannt hätte. Aber vielleicht gibt es noch etwas zu retten. Das Dominion wird eine Höhle voll mit kaiserlichen Kriegsvorräten zu schätzen wissen. Aua. Das sollte reichen, um eine volle Begnadigung und einen Kaperbrief zu erhalten. Eine volle Begnadigung? Wofür? Ihr müsst doch von unseren Überfällen entlang der Langküste gehört haben. Nun, das liegt alles hinter uns. Der Schatz wird unsere Weste reinwaschen, damit wir unser Können in Zukunft als Teil der Flotte der Königin unter Beweis stellen können. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigen würdet. Ich muss meine Frau finden. Mhm. Oder ich mache einen Wölfchen-Button, einen Kätzchen-Button
Ein Füchschen-Button und ein Panda und Pandas. Das wäre auch eine Idee. Das wäre auch eine Idee. Wir sehen uns draußen. Huch. Es geht doch. Ryan, es geht diesmal noch nicht mal um Schweinereien. Lies doch, worum es geht. Also alles in Ordnung gerade. Das ist alles meine Schuld. Die Verräter haben ihren Kampf verloren, Aber, sobald we ihr Brauch aber wenn du Mutter keinen getötet Button hattest. willst, Ich Ryan, hätte sie alle gehängt, aber dann von macht mir die sagte, Iron dass halt einige dazu keinen. gezwungen wurden. Okay, die Trotzdem für den brauchen Jungen sie eine gesehen, abschiebe ich euch Bestrafung. beide. Hier schon mit dem Gesicht des jeweils anderen, der Aufschrift diese Person heißt. Gut, ich sag mal so, bei mir wäre es halt einfach unnütz, weil tatsächlich an meinem, oder wenn ich meinen Junggesellinnenabschied habe, sitze ich zu Hause im Pyjama und habe meine Ruhe. Ja. Entschuldigung. Sorry, Iron hatte was von FSK 18 erwähnt. Ja, aber da musst du nicht gleich direkt auf das andere geschlossen werden. Was werdet ihr jetzt tun? Was wir von Anfang an vorhatten. Aber Sobald die Fotos kann Liste das mit den machen. Waffen und Fotos Vorräten hier angefertigt macht eine haben, Sauftour. legen wir sie dem Talmor vor. Falls ihnen gefällt, was sie sehen, werden sie uns Amnestie Und gewähren übernachtet und uns zu woanders, einem Teil der tatsächlich. Flotte der Königin machen. Und du kennst doch Iron. Ja, aber Iron denkt nicht 24/7 versaut. Es gibt so 2, 3 Minuten, da denkt sie auch mal normal. Ja, stimmt, Iron hat schon lange nichts mehr in FSK gepostet. Hä? Doch, gestern, voll viel. Lass dir doch mal ein paar Minuten Zeit zum Verschnaufen. Du willst doch nur wieder was zum Gucken haben. Das glaubst du? Das weiß ich. Finir meinte, ihr wärt Korsaren. Das waren wir auch, aber diese Tage sind für uns vorbei. Ich hätte erkennen müssen, dass sie das für Braut die Bluthai niemals sein werden. Das Tragische an der Sache ist, dass er ein ausgezeichneter erster Mord war, bis die Aussicht auf einen Schatz ihm wohl den Verstand raubte, schätze ich. Zum Gucken habe ich genug. Ja. Das sagen sie alle. Was werdet ihr mit den Meutrern machen? Die Rädelsführer werden gehängt. Und der Rest, der dazu gezwungen wurde? Sie können gehen, sofern meine Mannschaft nicht anderer Meinung ist. Ich muss jetzt etwas Zeit mit Ach, wo, wenn Fenrir da nichts kommt. verbringen. Schaut Wieso? beim Du Mulat musst ja vorbei, nicht bevor ihr geht. reingucken. Er hat etwas für euch zusammengekramt. Das ist unsere Art, Du danke musst zu ja nicht sagen. reingucken. Was meint ihr? Es ist vielleicht nicht viel. Aber Bulak hat eine Belohnung zusammengekratzt. Wir können euch nicht direkt mit Katapulten bezahlen. Nicht, wenn uns das Dominion aufnehmen soll. Was für jemand im Was ihr für Katapult? uns getan habt, wir werden es nicht vergessen. Warum habt ihr euer Schiff Albatros getauft? Weil der Albatros der größte Unheilsbote ist, der mir einfiel. Der Anblick dieser Vögel jagt Seeleuten von einem Ende Tamriels bis zum anderen große Angst ein. Man könnte glatt meinen, sie wären dädrische Fürsten mit Flügeln. Warum benennt ihr euer Schiff nach einem Pechvogel? Ich wollte nicht, dass mein Schiff voller abergläubischer Narren ist, die ständig über Draugre unter den Wogen oder verfluchtes Gold in Schatzkisten jammern. Ich wollte eine standhafte Mannschaft, die bereit ist, Draugre über Bord zu werfen und uralte Flüche zu brechen, damit wir das Gold ausgeben können. Hat ja super geklappt. Ihr habt Glück, dass wir euch nicht gehängt haben. Noch nicht. Gräber für die Getreuen, Bussarde für den Rest. Nein, lass mich durch. Wer von Ihr diesen werdet Löcher Bastarden für euch hat selbst meinen graben, Ruhm? bevor das hier erledigt ist. Servus, Bulak. Kann nicht sagen, wo die Albatros als nächstes hinfährt, aber ihr seid immer an Bord willkommen.
Keiner von uns wird vergessen, was ihr hier getan habt. Und Nuntal wird es auch nicht vergessen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Uns das Leben zu retten, ist schon ein bisschen mehr, als uns einfach nur zu helfen. Wenn ihr uns das nächste Mal seht, sind wir Freibeuter. Nuntal und ich werden euch vermissen. Wir haben ein wenig zusammengelegt und das hier für euch besorgt. Ich hoffe, es wird euch gut dienen. Ja, jein. So, aber wir können jetzt hier wieder raus. Das ist nicht schön. So, wo bin ich? Gar nicht so weit ab vom Schuss. Und direkt der nächste Auftrag. Geil. Hi. Kein Durchgang durch die Unschuldig. Bürgerin. Wenn ihr Agonia, ja, habt das Bild schon gesehen, wollt, Aaron. Müsst ihr es an einem anderen auftun. Agonia? Was geht hier vor sich? Letztes Jahr sind diese Agonia aufgetaucht und haben um Asyl gebeten. Die Waldelfen überließen ihnen den grauen Morast. Das war im Grunde ganz allein ihre Angelegenheit. Doch nun gibt es ein Dominion. Und damit ist es jetzt auch unsere Angelegenheit. Wir halten den Stamm separiert, bis wir wissen, was wir mit den Argoniern machen sollen. Was meint ihr mit separiert halten? Wir sind im Krieg. Wir können nicht zulassen, dass Pakt-Sympathisanten in den Schatten von Eldenwurz irgendetwas aushecken. Hört mal. Offizierin Parvinel möchte Hilfe von außen, um das Argonia-Problem zu lösen. Ihr findet sie beim Haupteingang. Ich werde mit dir sprechen. Soldat, eure Wachsamkeit in Ehren. Aber die Argonia im grauen Morast sind Gäste. Bremst euren Eifer oder ich lasse euch die Barrikade schrubben. Wegtreten. Okay. Servus. Wenn ihr hier seid, um euch über die argonischen Flüchtlinge zu beschweren, nein, dann kann ich nichts tun. Sie sollen hinter den Barrikaden bleiben, bis der Talmor ihren Status aufhebt. Ich habe gehört, ihr würdet nach Hilfe von außen suchen. Öffre sei gepriesen. Endlich jemand, der nicht nur die ganze Zeit von argonischen Spionen redet. Letztes Jahr ist dieser Stamm in Gradwald aufgetaucht. Sie kamen als Flüchtlinge. Doch weil wir nun alle Teil des Dominions sind, können meine Vorgesetzten sich nicht entscheiden, was mit ihnen geschehen soll. Könnten Sie das Dominion ausspionieren? Auf keinen Fall. Ja, nein, vielleicht. Dieser ganze Stamm wurde von den Dunkelelfen versklavt. Sie haben noch mehr Grund, den Ebenherzpakt zu hassen, als ihr oder ich. Doch jemand in Eldenwurz hat beschlossen, ein Exempel zu statuieren. Und nun gibt es plötzlich Barrikaden. Daher brauche ich Hilfe von außen. Welche Art von Hilfe braucht ihr denn? Hier ist eine Liste der Anführer des Stammes. Ich muss erfahren, warum sie sich weigern, mit uns zu sprechen. Wenn in meinem Bericht nicht ausdrücklich steht, dass sie mit uns zusammengearbeitet haben, werden meine Vorgesetzten das als Vorwand nutzen, um sie ins Exil zu schicken. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Soldaten und Barrikaden sind nicht gerade ein Willkommensgruß. Aber wenn die Argonia nicht mit uns sprechen wollen, werden sie nicht mehr lange in Gradwald bleiben. Ja, gut. Was könnt ihr mir über die Anführer des Stammes sagen? Utatei ist eine Art spirituelles Oberhaupt. Utatei? Sie gehört zur freundlichen Sorte. Slimya verdient sich ihren Lebensunterhalt mit Fischen. Und ihre Augen sind so kalt und tot wie die ihres Fangs. Und was keine Finger angeht? Ich habe keine Ahnung, was er macht, aber der Stamm respektiert keine ihn. Finger haben. Ist der Tamo normalerweise verantwortlich für die Soldaten? Nein. Als Justiziar weist mich der innere Rat des Talmor an, dafür zu sorgen, dass das Gesetz des Dominions eingehalten wird. Sie haben mir noch nie die Verantwortung über Soldaten gegeben.
Ohne ein Feldlager voller Soldaten an meiner Seite hätten die Argonier mir vielleicht vertraut. Aber in Eldenwurz sehen sie es etwas anders. Okay. Was macht Kitty da? Kitty liegt auf der Lauer. Servus, Leute. Willkommen. Was bringt euch in den grauen Morast? Ich bin auf der Durchreise. Dann seid ihr eine wandernde Seele, so wie unser Stamm lange Zeit kein Zuhause kannte. Ohne die Großzügigkeit der Waldelfen würden wir Tamriel noch immer auf der Suche nach einer neuen Heimat durchstreifen. Sobald das Dominion erst einmal versteht, wie tief unsere Dankbarkeit ist, werden die Barrikaden gewiss entfernt werden. Darf ich euch ein paar Fragen stellen? Bitte, fragt mich ruhig, was ihr wollt. Was haltet ihr vom Dominion? Die Hauptstadt des Dominions ist die Waldelfenstadt Eldenwurz. Der Großteil seiner Armeen sind Waldelfensoldaten. Ich sehe keinen Unterschied zwischen dem Dominion und unseren Gönnern von den Waldelfen. Was ist mit den Barrikaden um euer Dorf? Die Stammesführer werden sich bald treffen, um diese Angelegenheit zu besprechen. Manche fürchten, dass das Dominion vorhat, uns zu versklaven, wie es einst die Dunkelelfen taten. Ich hoffe, dass ich dieses absurde Gerücht aus der Welt schaffen kann. Ihr könnt dem Treffen gerne beiwohnen, Wanderin. Wir haben nichts zu verbergen. Wieso ihr Stamm hier in Gradwald gelandet? Wir waren seit Generationen Sklaven der Dunkelelfen. Als der Ebenherzpakt gebildet wurde, weigerten wir uns, an der Seite unserer ehemaligen Sklavenhalter zu kämpfen. Sie nannten uns Verräter und verbannten uns aus unseren Landen. Wir streiften jahrelang durch Tamriel und ließen uns erst nieder, als wir Gradwald erreichten. Warum habt ihr euch hier angesiedelt? Wir baten die Waldelfen hier, uns eine Zeit lang Unterschlupf zu gewähren. Stattdessen gaben sie uns gleich den grauen Morast. Das Einzige, was sie im Gegenzug dafür wollten, war, dass wir das Land bestellen und etwas von unserem Fisch zurücklegen. Dafür müssen wir auf ewig dankbar sein. Was ist eure Rolle innerhalb dieses Stammes? In Schwarzmarsch war ich eine Baumhirtin, kümmerte mich um die Hist, die großen Bäume unseres Volkes. Hier werde ich eine Geschichtenweberin werden, um mit den Bäumen von Gradwald zu sprechen. Ich werde mein Volk zu Ifre führen, dem Waldgott der Waldelfen. Warum wollt ihr eine Geschichtenweberin werden? Wir dachten immer, ohne die Hist könne es keine Schlüpflinge geben. Doch mit Ifres Geleit werde ich einen Weg finden. Stellt euch das einmal vor. Argonia, die in Gradwald geboren und von Beginn an mit unserer neuen Lebensweise vertraut sind. Stolze Bürger des Dominions, das Königin Eiren zu errichten hofft. Okay. Also ich bringe einmal kurz einen Teller hoch. Keine Angst, ich gehe diesmal nicht direkt...